Hallo und herzlich willkommen im Buch Das Gitarrengriffbrett entdecken. Du lernst in diesem Buch in den nächsten Schritten schon, wie du sehr logisch und einfach dir das Griffbrett der Gitarre erschließen kannst, ohne zu viel trockene Theorie. Ob du Anfänger bist oder auch schon Fortgeschrittener, du wirst auf jeden Fall von diesem Buch profitieren können. Wir starten zusammen mit den ersten 7 Schritten, wie du wirklich jede Note auf der Gitarre sofort identifizieren kannst. Los geht's! Schritt 1, die Leerseiten der Gitarre. Also jeder Gitarrist sollte die Leerseiten der Gitarre kennen. E, A, D, G, H oder B und E. Man sollte auf jeden Fall beides können, B oder H. Also wenn das Stimmgerät B anzeigt oder H, also du solltest wissen, es ist die zweite Seite der Gitarre. Merk sie dir auf jeden Fall, du brauchst sie immer wieder auf deiner Reise mit der Gitarre. Nun, der zweite Schritt ist die C-Dur-Tonleiter und deren Halbtonschritte. Wir haben C, D, E, F, G, A, H, C, C, D, E, F, G, A, B, C. Sozusagen das A, B, C vom C ausgehend. A, B, C, D, E, F, G, A, H. Die Halbtonschritte, ganz wichtig, die natürlichen Halbtonschritte der C-Dur-Tonleiter haben am Klavier keine schwarzen Tasten. Das heißt, wir haben E und F. Das ist ein Halbtonschritt und H und C. Hier haben wir einen Halbtonschritt, das heißt auf der Gitarre einen Bund weiter. Der nächste Ton ist also ein Halbtonschritt, unser kleinster Tonschritt, Tonabstand in unserer abendländischen Musik. Ein Bund weiter wäre ein Ganztonschritt, also hier zum Cis, aber hier. Genau hier ist auf der Gitarre eben dieser Halbtonschritt zwischen H und C, E und F. Leerseite, erster Bund, auf der sechsten Seite und H und C. Wir merken uns also diese Halbtonschritte. Im dritten Schritt gehen wir die E-Seite einmal durch. Und zwar wissen wir jetzt die Halbtonschritte, wir starten mit dem E, wir wissen die Leerseiten der Gitarre. Mit dem Halbtonschritt weiter, F zu G, ein Ganztonschritt, G zu A, ein Ganztonschritt, also wieder zwei Bünde, A zu B, ein Ganztonschritt und jetzt wieder der Halbtonschritt. Unsere Dur-Tonleiter vom E weggespielt. Phrygisch, wir wollen aber nicht zu viel in die Theorie gehen. Die C-Dur-Tonleiter vom E weggespielt. Vom C weiter, D und wieder das E und so weiter. Schritt 4. Wir können genau das auf jeder Seite jetzt anwenden. Wenn wir jetzt auf der A-Seite das Ganze machen, vom A zum B haben wir einen Ganztonschritt. C. Jetzt haben wir also hier einen Halbtonschritt auf vom zweiten zum dritten Bund, dann fünfter Bund, E, F, E und F ist hier, G, A, H, C und so weiter. Also du kannst dir so alle Noten am Griffbrett sofort herleiten. Der Schritt 5 ist ein sehr wichtiger Schritt, um dir Bezugspunkte zu schaffen, dass du nicht immer von der Leerseite weggehen musst und mühsam bis hierhin zählen. Wir können uns Bezugspunkte schaffen und genau das Griffbrett so kompliziert ist und wir einen Ton auf verschiedenen Stellen spielen können hier. Das hilft uns auch, die Töne schneller zu finden. Wir wissen also, hier haben wir zum Beispiel das hohe E. Im fünften Bund auf unserer Gitarre, auf der zweiten Seite, befindet sich genau derselbe Ton. Von oben nach unten, hier haben wir das A am fünften Bund auf der E-Seite. Genau derselbe Ton wie auf der leeren A-Seite. Wieder weiter. Das D auf der A-Seite im fünften Bund ist genau unsere Leerseite darunter.
und so weiter. Wir gehen hier also runter. Wir können so übrigens auch die Gitarre stimmen, aber das weißt du sicher schon, ob die Töne zueinander passen. Das G. Und hier unsere Ausnahme, weil wir alles Quarten bis auf 3 und 2 den Tonabstand einer Terz haben. Also hier ist ein anderer Tonabstand zwischen den Saiten. Wir müssen also hier rausgehen, um das H eine Saite darunter spielen zu können, auf der dritten Saite, also im vierten Bund, sonst 5, 5, 5, 4 und wieder fünfter Bund, das E. Das sind unsere schnellen Bezugspunkte, die wir uns schaffen können. Hier ist das A, ich weiß, hier ist das D, ich weiß, hier ist das G, dann weiß ich, dass H hier ist und das E schon einmal hier. Also wir haben diesen Teil des Griffbretts schon mal ganz gut abgedeckt. Wie geht's weiter? Und zwar gibt es am siebten Bund, und das ist der sechste Schritt, auch einen Bezug zu den Leersaiten. Und zwar habe ich hier dieselben Töne wie eine Saite darüber räumlich gesehen. Die Ausnahme, gleich hier die zweite Saite. Hier muss ich auf den achten Bund ausweichen, wegen dieser Stimmung der Terz. Dann wieder siebter Bund ist das D im siebten Bund. Auf der vierten Saite ist das A und das tiefe E, ein sehr wichtiger Bezugspunkt hier zum E. Der siebte und letzte Schritt ist der zwölfte Bund. Hier wiederholen sich die Töne der Leersaiten, also hier zwölfter Bund E, A, D, G, B und wieder E. Nun kennst du schon einige Töne am Griffbrett, wie es noch schneller geht, dass du dir die Töne schließt. Auf den nächsten Seiten erfährst du mehr. Und zwar ist der Schlüssel, von einem Bezugspunkt ausgehend, dir die anderen Noten in diesem Bereich zu erschließen. Das wird dir sofort klar dann, welche Note hier im benachbarten Bereich sich befindet. Ich wünsche dir viel Spaß mit den ersten 7 Schritten. Du kannst jetzt also schon alle Noten auf dem Griffbrett bestimmen in den ersten 3, 4, 5 Minuten und wünsche dir viel Vergnügen im weiteren Verlauf des Buches. Dein Norman.